Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Cats und 2 hier bei Onkel Puppy. So, pass auf, ich habe, letzte Folge haben wir ja hier die Seeds gemacht. Dann gehen wir mal rüber. Ich habe das Feld hier angebaut jetzt. Oh. Und habe tatsächlich Vermehrungen bekommen. Also die vermehren sich natürlich und, oh Alter. 30 und zwar Tier 5. Lull. Nein, ich habe ein Tier 5 Seed gemacht und habe eigentlich nur 2 hier angesiedelt im Endeffekt von den Infernium Seeds. Und die haben sich dann jetzt natürlich vermehrt, weil das lief jetzt über Nacht tatsächlich. Und das gleiche auch mit den Status Quad Seeds, da konnte ich nur 2 machen, habe dann später noch einen dritten machen können. Und den Rest hat eigentlich das System selbst erledigt sozusagen. Wir haben tatsächlich ein bisschen was rausbekommen. Was ist das? Fertilize Essence, was können die, was machen die? Mystical Fertilizer. Was auch immer das bewirkt. Infernio, okay. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das mal gebrauchen könnte, aber es sieht interessant aus auf jeden Fall. So, das heißt, wir können jetzt quasi tatsächlich mit dem anfangen, was ich gestern eigentlich machen wollte. Und da wollte ich eigentlich hier die Energistics machen. Die Inscriber wollte ich tun. Und das tun wir jetzt auch im Endeffekt. Dann nehmen wir mal so ein paar mit. Warte, ich lass mal wieder hier einen da. Ich habe das mit Absicht mal so angesiedelt. Tatsächlich. Und habe halt so. Und habe gesagt, damit sich das eben nicht hier überfüllt, wollte ich gerne diese beiden Reihen voll haben. Und da können wir dann eben Certus Quartz draus machen. Und diese Certus Quartz, das brauchen wir, wie gesagt, für. Nice. Für die Inscriber. Natürlich. So, pass mal auf. Den machen wir voll. Den machen wir fast voll. Dann komm mal her. Certus Quartz Crystals. So. Ich könnte da natürlich auch anfangen, aber ich habe noch keinen großen Strom. Alter, was ist denn das hier? Wieso? Nimmt der nicht automatisch alles hin, wie ich das gerne hätte? So, Essenz. Ach, da unten haben wir auch noch einen Stack Essenzen. Okay. So. Und das hier. Weil das können wir natürlich alles gebrauchen. Überhaupt keine Frage. Ich wurde tatsächlich gefragt, wo ich dieses Texturenpack her habe. Das ist Svex. Das basierend auf Svex. Hier, ne? Da siehst du, ich habe hier alles voll gemacht schon, ne? Tier 5 Crafting und sowas alles. Das ist Svex und da habe ich die ganzen Add-ons so runtergeladen. Musste mal gucken. Also Svex standardmäßig 64 habe ich runtergeladen, das 64er Texturenpack. Und habe mir dann eben die Erweiterung dazu runtergeladen für dieses Projekt. Im Endeffekt. Dieses Ding, habe ich mir mal angeguckt, ist so ein Teil, was den Wachstum beschleunigt wohl oder optimiert halt, wie auch immer. Nur da brauche ich ganz viele komische Sachen für und das habe ich noch nicht. Sowas. Wobei, das könnte ich schon machen. Nee, Golden Carbon. Carbon. Ich habe noch kein Carbon. Das brauche ich. Okay, das Carbon habe ich noch nicht. Das muss ich mir erst noch irgendwie erarbeiten, wie ich das runterkloppen kann. Weiß ich noch nicht. Oder ist es das hier? Warte mal. Hallo? Wo ist es denn? Ich habe doch irgendwo, habe ich doch schon Carbon oder sowas hier. Das hier, ist das nicht? Raw Carbon. Damit kann ich das mal. Lol. Sollte ich mich vielleicht mal mit beschäftigen. Kriegen wir irgendwie hin. So, pass auf. Die Bücher können wir hier auch noch rausnehmen. Haben wir noch ein bisschen Platz. Die können wir hier wieder reinpacken. Weil hier habe ich eigentlich alle verzauberten Bücher drin und so ein bisschen Holz. Okay. So, pass auf. Dann würde ich, glaube ich, ganz gerne. Halt. Wie heißt das? Hallo? So. Die Inscriber würde ich gerne machen. So, pass mal auf. Inscriber. Dann fangen wir nämlich damit jetzt an. Inscriber. Dann fangen wir damit nämlich jetzt an. Und. Scheiße, ich brauche Essenzen dafür. Lol. Jetzt habe ich das natürlich alles schön. Gemoked. Okay, pass auf. Dann machen wir erstmal den Pure Certus Quartz Crystal. Ich hoffe, das geht da hinten schnell. Drop a Certus Quartz Seed made from Certus Quartz Dust and send into a puddle of water to make the process faster at Crystal Growth Accelerators. Okay, das heißt, es dauert wahrscheinlich wohl ein bisschen. Scheiße. So, das heißt, wir brauchen einmal Telefon. So, dann brauchen wir da brauchen wir Sand. Ist geil, ne? Wenn du so mitten in der Aufnahme bist und auf einmal klingelt das Telefon. Richtig, richtig gut. So, ein Sand. Habe ich noch einen Hammer. Einen Hammer habe ich noch. Dankeschön. Piep, piep.
Wer auch immer das war, ruft einfach später nochmal an. So, und da kriegen wir jetzt zwei Seeds raus. Diese Seeds müssen wir schmeißen in einen Eimer Wasser. Warte mal, wir können... Geht das auch hier? So, ich schmeiß das einfach mal rein. So, dieses Zeug im Endeffekt, die spawnt nicht. Das bleibt da drin. Allerdings braucht es eine gewisse Ewigkeit, bis er groß wird. Das ist halt das große Problem. Deswegen mache ich, glaube ich, gleich erstmal hier einen Schnitt und sage, wir machen dann weiter, wenn das Zeug gewachsen ist. Sonst macht es keinen Sinn. Alles klar, bis gleich. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt hier Fluix Crystals gemacht. Dazu brauchst du einen Charged Certus Quartz Crystal. Den geladenen bekommst du, haben wir hier, wenn du Sand siebst. Da bekommst du eine bei einer 1%ig oder beziehungsweise ein Stück bei einer 3%igen Wahrscheinlichkeit. Wenn du Sand siebst, das habe ich jetzt halt gemacht, habe da eben einen Stack Stein klein gehackt und habe da 6 Stück bei rausbekommen. Da bei diesen Dingern. Sieben. Bei einem kriegst du immer 2 Fluxcrystals raus. Dazu brauchst du ein, wenn du jetzt hier mal guckst, ist das hier gewesen? Warte. So, drop one charged Certus Quartz und ein Nether Quartz plus ein Redstone into a puddle, also sprich in eine Pfütze oder sowas. Und dann wird das groß. Das heißt, wir haben ein Redstone, wir haben ein charged Certus Quartz und wir brauchen noch ein Nether Quartz. So, das sind diese Dinger, die schmeißt du quasi in eine Pfütze rein. So und so und so und dann siehst du, wie sich das Ganze verbindet. Punkt. Das ist halt so der Knackpunkt, der Klassiker, den du brauchst halt, diese Fluix Crystals, um eben weiterzumachen. Des Weiteren habe ich nämlich gefunden, als ich eben die Aufnahme abgebrochen habe, ich habe hier schon Fluix Blocks, die habe ich mal aus einer Belohnung erhalten von einer Quest. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn wir hier die ganzen Quests, die ich schon gelöst habe, vielleicht auch mal claimen sollten. Ne? Das sollten wir mal tun. Können wir gleich im Anschluss mal machen. So, dafür habe ich jetzt gesagt, ich brauche hier Crystal Growth Accelerators. Die muss ich irgendwie betreiben nachher, damit das ein bisschen schneller geht, weil dieses Zeug, das braucht eine halbe Ewigkeit, bis das da ist. Haben wir hier schon was? 2%, ne? Also es ist jetzt, liegt jetzt, glaube ich, drin, 10 Minuten oder so. Ne? Also das braucht eine halbe Ewigkeit, wahrscheinlich bis morgen. Deswegen habe ich das Bedenken, dass ich heute keine Folge rauskriege. Von daher mache ich jetzt mit den Nebensächlichkeiten weiter. Das heißt, warte mal, theoretisch gesehen wäre es jetzt sinnvoll, wenn ich daraus jetzt Essenzen versuche, ne? Fluix Seeds, da brauchen wir, ich glaube, das macht Sinn. Weil die brauchen wir ja noch öfter. Das macht, glaube ich, Sinn. Warte mal, Tier 4. Habe ich sogar einen. Tier 4. Es reicht ja, wenn ich ein Seed draus mache, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das reicht ja, wenn ich da ein Seed draus mache. Warte mal. Den knöpfen wir uns mal ab. So, machen wir uns einen 9. Ich glaube, das war so, ne? Richtig? Und dann kriegen wir da ein Seed raus. Das reicht mir schon, denn wenn wir den jetzt anpflanzen unterm Strich, der vermehrt sich ja. Komm mal her. Du gehst da rein. Ja, das macht Sinn. Das macht echt Sinn. Pass auf, dann soll der hier wachsen. Dann habe ich da zumindest schon mal einen. Und wenn dann da die Seeds sich vermehren, kann ich mit leben. Das finde ich gut. So, pass auf. Dann, ich habe gerade voll die Nase. Dann fangen wir schon mal an, wofür ich die brauche. Die brauche ich tatsächlich, um Glaskabel zu machen. Dazu brauche ich allerdings Glas und Nether Quartz Dust. So, das habe ich, glaube ich, Nether Quartz Dust zuhauf. Deswegen war es ein bisschen genug. Genauso wie Certus Quartz, das habe ich ja auch schon zuhauf. Deswegen habe ich hinterher mich geärgert, dass ich das getan habe. Dass ich das selber klein gehackt habe. Das ist halt etwas doof. Deswegen, es wird Zeit, dass wir ein ME-System bekommen, damit wir hier ein bisschen Ordnung reinbekommen in dieses Chaos. So, das, das und dann haben wir hier zumindest schon mal die ersten Kabel. Ne, Quarzfiber. Dieses Quarzfiber kommt dann quasi in die Ecke und wir machen daraus ein paar Kabel.
12 Stück. Ich glaube, das lasse ich erstmal so, zur Vorsicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das nochmal irgendwann gebrauchen kann. So, jetzt haben wir Eisen, brauchen wir noch. Haben wir Eisen? Ach, haben wir sogar an Bord. So, das heißt, wir könnten uns, wir müssen nämlich jetzt mindestens 4 Quarzglas. Nee. Certes Quarz, habe ich das nicht? Ja, lol. 4-mal Quarzglas, gucke. So, zack. 2 Stück haben wir schon mal. Wir brauchen, um diese Kammer später zu machen, insgesamt 6 Stück. Zum Anfang brauchen wir erstmal nur 4. Damit wir, es fehlt wieder Glas, damit wir, Dankeschön, die Seeds da hinten schneller wachsen lassen können. Dann geht das nämlich ratzfatz und dann kommen wir auch ruckezucke voran. So, das. Und dann haben wir hier nochmal 2. Das lasse ich jetzt aber erstmal, weil ich brauche diese Verkabelung. So, diesen ganzen Quark, den müssen wir jetzt irgendwie ansortieren. Den müssen wir... Wo machen wir das am besten? Dafür brauchen wir auch Strom, ne? Cool, das geht sich hier richtig aus. Das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool. So, pass mal auf. Dann haben wir das. Scheiße, ich brauche noch Kabel. Ich hab's gewusst. Nee, warum verbindet sich das nicht? Brauche ich vielleicht das dafür? Alter, wenn du fliegst, dann dauert das eine halbe Ewigkeit, ey. So. Verbindet sich auch nicht. Mann. Was für ein Kabel brauche ich dafür? ME-Kabel. ME-Kabel. Aber wieso geht das nicht? Glaskabel. ME-Glaskabel. Ich brauche das normale ME-Glaskabel. Oh nein. Oh nee. warte. Was war das? U war das, ne? So, das heißt Quarzfiber und dieses Ding. Okay. Hammer, 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 Hammer. So, dann machen wir da nochmal ein bisschen mehr draus. Und dann, was war das gewesen? ME, da. ME Glaskabel mit Bone Meal. Brauche ich unbedingt Bone Meal dafür? Oder geht das auch so? Scheiße, brauche ich wirklich. Warte, irgendwo habe ich ein bisschen Knochen. Hallo? Danke. Ach, das ist schon gebunden. Ach, lol. Ja. Wenn die Unfähigkeit in Person spielt, dann weißt du, funktioniert alles. Wunderbar. So, jetzt haben wir ME-Glaskabel. Ganz normales Glaskabel. Das andere war Fluix gewesen, ne? Und die verbinden sich auch nicht? Lol. Weißt du, warum die sich nicht verbinden? Weil die scheiß Dinger falsch sitzen. Das muss einem doch einer sagen. Na gut, ich hätte es auch erkennen können, ne? Anhand dieser komischen Dinger hier. So, also. Nochmal. So. Weil die Öffnungen sollten ja schon nach innen zeigen, weil da ja auch nachher das alles reindröseln soll. Natürlich. So. Und dann haben wir das Ganze nämlich auch, was wir verbinden können. Weil die sollen ja miteinander kommunizieren, natürlich. Macht Sinn, ne? Und jetzt reicht das Kabel nicht. Geht das nicht auch so? Ja, die verbinden sich. Nice. Also egal wie, Hauptsache die verbinden sich irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ohne Witz, die reichen nicht. Das wäre jetzt doof. Ja, nein. Bitte, bitte. Verbinde dich nicht. Lass es einfach. Ohne Witz. Ich wollte mich eigentlich oben drauf stellen, aber das haut ja nicht hin. Das Spiel ist ja unfähig. Krass. Wieso verbindet sich das nicht? Lol. Es ist nicht dein Ernst. Woran scheitert's jetzt? Kriege ich da was raus? Ah, lol, da kriege ich sogar was raus. Richtig cool. Dankeschön. Du warst meine Rettung.
volle Kanone Melone. So, jetzt muss ich nur zusehen, dass die irgendwie Strom bekommen. Das wäre natürlich jetzt Porno, ganz Porno. So. Dann sind die jetzt miteinander verbunden, müssen nicht ganz herum sein. Die Frage ist nur, reicht es? Weil das ist jetzt das, was ich mir stelle, die Frage. Reicht es, wenn ich da jetzt ein oder zwei Solarpanel einfach drauf knalle? Verbinden die sich? Natürlich nicht. Scheiße. Das heißt, wir brauchen noch einen Stromverbinder zum ME-System. Das heißt, das war irgendwas mit Energy, glaube ich, ne? Energy Acceptor. So ein Ding brauchen wir noch. Das müssen wir noch bauen, weil das geht sich dann natürlich. Ja. Natürlich brauche ich sowas auch. So, weil das ist der, quasi der Verbinder zwischen Hausstrom und Starkstrom. Wenn man das mal so sehen möchte. Weil da verbindet der sich. Und wenn ich jetzt sage, ich setze das da drauf, dann kriegt der Saft und schon leuchtet der ganze Rotz. Siehst du das? Schon ist das hier im Gange. Das ist ganz cool. Und dann können wir nämlich sagen, wir brauchen dann einmal Wasser. Haben wir hier. Wir brauchen unsere beiden Seeds, 4%. Und jetzt pass auf, jetzt geht das ab. Jetzt geht sie ab, die Luzi. Pass auf. Da rein und jetzt kannst du quasi zugucken, wie der wächst. Ohne Witz, ist wirklich so. Du kannst es jetzt zusehen. Zu viel versprochen? Hallo? Also man sieht es schon, ne? Es wird größer tatsächlich. Wie viel Saft hat der? Vielleicht sollte ich noch einen zweiten mit dran ballern. Komm mal her. Jawohl. Also Saft hat das Ding genug und du siehst schon, es wird schon größer. Also wenn wir jetzt reingehen, dann haben wir jetzt 28%, ne? Alter, ratzfatz, oder? Musst du sagen, kannst du sagen, was du willst. Das geht echt schnell. Wenn ich mir überlege, dass wir eben... nicht den Eimer, warte mal. Dass wir eben, die sind sogar unterschiedlich groß. Der eine 33, der andere 28. Krass, Alter. Wie schnell das geht. Irre. Nee, und dann kannst du dabei, nein, du sollst da drin bleiben. Und dann kannst du dabei quasi zugucken, wie die Dinger größer werden. Da ist jetzt schon passiert. Richtig gut. Richtig gut. Und dann ist es ratzfatz fertig. Weil wenn ich das da jetzt hätte drin gelassen, in der Pfütze, in dem Wasserding, dann hätten wir das große Problem gehabt, dass wir wahrscheinlich 24 Stunden hätten warten, ich glaube 19 Stunden oder sowas, hätten warten müssen, bis der fertig wird. Hätte es einen Vogel gekriegt. Keine Frage. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich warte jetzt drauf, dass es fertig wird. Und morgen geht es dann weiter mit dem ME-System tatsächlich. Ich hoffe es zumindest. Da gehen wir drauf hin. Und wobei mit der... Können wir nicht auch die Kammer schon machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache aus dem restlichen Zeug, was ich hier habe, mal noch Seeds. Wobei, ich brauche nur noch zwei Stück, ne? Ich glaube, da können wir noch zwei Stück draus machen. Warte mal. Wie hieß das Zeug? Och, ich komme noch nicht drauf. Crystal Gross Accelerator. Crystal Meth. Crystal Meth. Zack, wir brauchen noch zwei Eisen. Es scheitert am Eisen. Habe ich hier gerade gebrannt irgendwo? Dankeschön. So. Zwei Stück haben wir. Und dann können wir nämlich die Kammer daraus machen. Hier, siehst du? Soweit zum Beispiel. Und dann geht das Ganze nämlich noch schneller. Das können wir auch mal tun. Warte mal, wir brauchen Holz. Ich habe kein Holz. Halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht, ohne Witz. Dass ich kein Holz habe hier. Ich brauche jetzt zwei Stück, weil ich muss ja noch einen Trichter machen. Im Endeffekt. So. Geilste Erfindung im Übrigen in Minecraft. Dieser scheiß Trichter. Halt. Dich wollte ich haben. So. Was brauchen wir noch? Trichterkabel, das haben wir. Warte mal, wenn ich den jetzt mache, der ist doch fertig hier schon. Ha, siehst du wohl. So, da haben wir unsere Certus Quartz Crystals. So, pass auf. Wenn ich den jetzt nämlich abbaue hier, ich sollte mir vielleicht das Wasser erst nehmen. Macht Sinn, ne? Sonst fliege ich weg. So, und eine Kerze hinsetzen wieder, damit wir nicht das große Problem haben. Zack, dass hier irgendein Vieh spawnt, weil es wird ja dunkel. So, pass mal auf. Wenn wir das jetzt hier nehmen,
und so eine Kammer draus machen. Dann kann man den ganzen Quark nämlich auch später automatisieren. Dankeschön. Dann kann man den ganzen Quark nämlich später auch automatisieren. Du kannst das Zeug da reinlegen und dann kriegt er genauso Saft. Richtig gut. Na gut, jetzt gerade nicht, glaube ich, weil es ist Nacht. Deswegen produziert er so gut wie gar nichts. Aber voll geil. Und dann kannst du das Zeug da nämlich reinlegen. Und später über das ME-System sogar automatisieren tatsächlich. So, Freunde, dann ist aber jetzt Feierabend. Morgen sehen wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da oder ein Abo oder halt irgendeinen Kommentar. Freue ich mich drüber. Ich lese gerne. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.